Ich heiße I und komme aus T und lebe jetzt in C. Ich bin jetzt in GG, ist also hier. Zusammengefasst bin ich also ITCG. ITCG ist auch H. H kommt wiederum aus E und lebt jetzt auch in H. Er ist, wie man jetzt sieht, auch in G. G sei nun jedoch zu erörtern, denn er ist G jedoch in einer B mit W. Ich dagegen nicht mit W, aber auf E. Vorabrechnung plus W plus Klammer auf minus W, Klammer zu, gleich 0 und G in diesem Fall dann nur G. Die Gegenwart lässt sich nun wie folgt beschreiben. ITCGSC plus HIHGE. Lässt man nun die Kausalität der zeitlichen Reihenfolge der Begebenheiten außer Acht, könnte man jetzt folgern, jetzt wäre GE.